Willkommen zurück in deinem und meinem Feierabend hier in Folge 6 von Harvest Island. Wir sind dabei, unsere Farm auszubauen. Und irgendwann werden wir bestimmt auch mal erschreckt. Schätze ich mal. Irgendwann, eines Tages bestimmt. Was war denn jetzt eigentlich gerade mein Ziel? Ich habe... Genau, wir haben 7000 verschiedene Leitern. Und das Loch, das wir gefunden haben, wo wir die Gnadenmünze reingestopft haben. Die ist... Dieses Loch ist zu. Der Kater schiebt sich gerade vor meine Jalousie. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich geblendet und die Webcam wird wahrscheinlich Macken machen. Gucken wir mal, ob das wirklich passiert. Das Ironische ist ja, der könnte einfach auf den Balkon gehen und sieht da einfach mehr als hier, aber ist egal. Nee, ich muss den rausschmeißen, der macht gerade Chaos. Okay, also mein Plan wäre jetzt, nachdem der Kater mich in Ruhe aufnehmen lässt, weil ich ihn vor die Tür gesetzt habe, wir gehen mal unsere Leitern benutzen, denn ich glaube, das ist mit unter anderem das Spannendste. Da werden wir wahrscheinlich am meisten finden, was zumindest sowas wie gruselig sein könnte. Wir werden natürlich weiterhin schön Wasser holen, schön unsere Farm bewirten, weil wir wollen ja irgendwann auch, dass die gut läuft. Und vielleicht brauchen wir oder wollen wir ja noch mehr Ziegen, Schafe, Hühner haben, vielleicht auch einen Hund, wenn er denn mal irgendwann sich entscheidet herzukommen. Das nächste Erntegeschenk will ich noch nicht sofort haben, denn ich möchte den Segen einholen, weil alle Tiere auf dem Bauernhof produzieren doppelt so viel Ertrag, ist natürlich insane, ne? Ist, glaube ich, allen bewusst. Dafür brauche ich jede Menge Ziegenmilch, jede Menge Eier und jede Menge anderen Scheiß. Ich meine Kram. Zwinker, zwinker. Das hatten wir schon. Gack, gack, gack. Ich bin ein Huhn. Und das hatten wir... Ach, mit dem Hühnchen kann ich gar nicht reden. Aber das haben wir auch schon gemacht. Das Huhn heißt Emmy. Süß. So, da ein paar Eier, da ein paar Kilo Gnade. Keiner, was Vater dazu sagt. Hoffentlich will, ist der nicht sauer, dass wir dem Huhn einen Namen gegeben haben. Dem Tierchen jetzt hier noch ein Leckerli geben. Hier hast du eine Karotte. Und dann wirst du gemolken. Oh, richtig schön an den Eutern rumäutern. Dann kriegst du noch eine Karotte. Und du bist ja neu, ne? Du bist auch eine Kuh. Du wirst gestreichelt. Achso, man muss die natürlich auch streicheln, damit man die ganzen Essenzen kriegt. Ah, das darf ich nicht vergessen. Das muss ich machen. Das brauchen wir. Okay, dann muss ich noch mal ganz kurz, ganz kurz zu den Hühnchen gehen. Nochmal ganz kurz zu den Hühnern checken. Hey, na, was kriege ich da, wenn ich dir ein Leckerli gebe? Wenn ich dir einen Wurm gebe? Mehr Liebe und ein bisschen Kake. Ich schätze mal, es ist nicht verkehrt. Einfach alles immer zu machen. Ich meine, wieso würde ich es nicht tun, wenn ich es kann? Melken. Streicheln. Leckerli geben. Wir haben 17 Äpfel und mein gesamter Stream und meine ganzen Sachen sind gecrashed. Cool. Okay, da sind wir wieder. Gemolken habe ich dich. Die Todesziege, die mir hat versucht, mein Spiel zu ermorden. Melken. Jetzt, wo wir sie wiedergefunden haben und Leckerli geben, weil können wir halt... Lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, aber naja. Wir haben die Ziege gefunden, Vater. Papa, wir haben die Ziege gefunden. Sie war ganz weit vom Bauernhof entfernt. Ich habe doch gesagt, dass ihr der Ziege nicht hinterherjagen sollt. Ihr hättet euch verlaufen können. Wir haben dich nachher gesucht. Sie ist zum See gelaufen. Bis zum See ist sie gelaufen. Da hattet ihr aber Glück. Ja, irgendetwas muss sie richtig erschreckt haben, dass sie so weit weggelaufen ist. Ich frage mich, was es wohl war. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Die Ziege ist bestimmt einfach nur weggelaufen. Wirklich? Warum sollte sie so weit von unserem Bauernhof weglaufen? Ich weiß es nicht, aber wenn die Ziege Angst gehabt hätte, dann wäre der Rest der Tiere auch zum See gerannt. Oh ja, das klingt logisch. Da hat er recht. Jetzt, da die Ziege wieder da ist, können wir uns wieder um unser Erntegeschenk kümmern. Okay, ich freue mich wirklich, dass wir die Ziege gefunden haben. Ich habe Meeresfisch gefangen, das stimmt nicht. Ich habe zwei Seeforellen. Hier sind die zwei Seeforellen, die du haben wolltest. Gut. Es ist schon eine Weile her, seit wir Seeforelle gegessen haben. Lass uns zu Abend essen. Okay. Was jetzt? Gerade ist aufgestanden. Oh.
Das schmeckt so gut. Freut mich, dass es dir schmeckt. Papa, rate mal, was wir gemacht haben. Was denn? Will und ich sind in den Wald gegangen und haben einen großen See gefunden. Da gab es ganz viele schöne Blumen. Blumen? Riechen sie besser als die, die wir zu Hause haben? Ja, und sie haben eine andere Farbe. Verlauf dich nicht. Der See ist ziemlich groß. Ha, werde ich nicht. Pass auf sie auf, Will, okay? Ja. Was ist los? Hast du keinen Hunger? Nichts ist los. Ist schon okay, Will. Sei nicht traurig. Du hast doch uns. Es ist nicht dasselbe. Ha? Ach so. Was ist nicht dasselbe? Ich will nicht darüber reden. Ich will nicht, dass du traurig bist. Nächstes Mal fange ich einen Fisch für dich und wir können ihn wieder zusammen essen. Ich will nicht mit dir reden. Samantha, geh doch mal nach draußen und pflück ein paar Blumen für mich. Ich glaube, ein paar frische Blumen würden dem Haus gut tun. Okay, ich pflück auch ein paar Blumen für Will, damit er sich besser fühlt. Das ist eine gute Idee. Was ist denn mit Will? Ist es wegen eurer Mutter? Ich vermisse sie auch, Will, aber du kannst das nicht an deiner Schwester auslassen. Sie erinnert sich nicht mal an Mama. Sie wird nicht mal traurig oder denkt an sie. Sie hatte nie die Chance, sie kennenzulernen. Sie war noch ganz klein. Das ist nicht ihre Schuld. Aber ich muss immer alles für sie machen. Sie schafft es kaum, die Ziegen zu melken. Als du in ihrem Alter warst, konntest du die Ziegen auch noch nicht melken. Ich musste es dir erst beibringen. Und ich konnte in ihrem Alter die Ziegen auch noch nicht melken. Und weißt du, wer es mir beigebracht hat? Mein Bruder. Und mein Bruder hat es von unserem Papa gelernt. Und unser Papa hat es von seinem Bruder gelernt. Und so weiter und so fort. Was denkst du, wer ihr beibringen wird, wie man Ziegen melkt, wenn ich nicht mehr da bin? Ich. Und weißt du auch warum? Weil ich der große Bruder bin. Und du wirst immer auf deine Schwester aufpassen müssen. Es ist für mich unmöglich, sie jeden Tag im Auge zu behalten, wenn sie nur Zeit mit dir verbringen will. Ich will es aber nicht mehr machen. Ich will, dass Mama es macht. Ich erinnere mich daran, dass sie mir auch geholfen hat. Aber sie ist nicht hier. Und du bist es. Ich weiß, dass du sie wiederhaben willst. Und ich weiß, dass du willst, dass sie dir hilft. Aber sie ist fort. Ich kann sie nicht zurückbringen. Egal, wie sehr ich dafür bete. Du könntest es Samantha beibringen. Was passiert, wenn deine Schwester mal hinfällt? Wirst du ihr helfen? Ja. Und wenn sie Hilfe beim Pflanzen braucht, wirst du ihr helfen? Ja. Du tust all das, weil du der große Bruder bist. Ich sage dir, dass du es machen sollst, aber du musst auch lernen, deine Schwester zu lieben und ihr großer Bruder zu sein. Eines Tages werdet ihr nur noch einander haben und ich möchte, dass du ihr alles beibringst, was du weißt, wenn sie älter wird. Weil du sie liebst. Hast du mich verstanden? Ja. Hier sind die Blumen. Dankeschön. Ich muss etwas erledigen. Iss dein Essen und pass auf deine Schwester auf, okay? Will. Ja. Oh, weia. Ich meine, ja, naja, er ja, vermisst halt seine Mutter, klar. Was hat Papa zu dir gesagt? Nichts. Bist du noch wütend? Lass uns einfach gehen. Du hast gelernt, wie man das Gericht Reis mit Ei zubereitet. Bau eine Küche, um es zu kochen. Hä, das habe ich gelernt, dadurch, dass ich Seeforellen gefangen habe? Ich meine, klar, whatever. Habe ich jetzt den Tag damit neu gestartet? Okay. Nein, habe ich nicht. Gut. Die Schafe haben wieder Wolle. Und die Schafe wollen was scheren. Ich habe noch ein paar Karotten. Yay, produziert mehr Gnade und mehr Wolle. 9 Wolle, super gut. Hier hast du eine Karotte. Hier wirst du gestreichelt. Hier wirst du rasiert. Hier hast du eine Karotte. Oh, ich habe keine Karotten mehr. Hier hast du einen Apfel. Und dann wirst du gestreichelt und rasiert. Dankeschön. Vater. Ich habe noch mehr Äpfel. Hier sind die 10 Äpfel, aber sag mir, wofür wir sie brauchen. Jetzt brauche ich 15 Äpfel. Was? Wie viele Äpfel brauchen wir denn? Nur noch 15 Stück. Das ist verrückt. Ja, verarscht mich doch. Will, lass dich nicht verarschen. Regel Nummer 1. Ich lasse mich nicht verarschen. Der Hund ist da. Warte, kleiner Tölenhund. Ja, streicheln.
Ich hab kein Fleisch. Okay, dann würde ich sagen... Ach nee, wir wollen in den Wald gehen. Also ich will an so viele Orte gehen, aber ich habe gar nicht die Zeit und die Möglichkeiten. Das geht alles immer in einer Folge gar nicht so viel, wie ich gerne machen würde. Wir konzentrieren uns jetzt tatsächlich mal einfach darauf, dass wir straight up nur dahin gehen, wo ich hingehen will. Und ich nicht irgendwas anderes einsammeln. Hallo! Okay, so, hier ging es nach unten und hier ging es dann nochmal nach unten. Achso, das Erz muss ich aber schon mitnehmen. Erz und die Steine, wenn ich schon hier bin. Deswegen gehe ich ja die Mine. Und um irgendwelche Gefahren zu finden, mit einer Leiter noch tiefer hinab, ist das dunkel. Ich brauche eine Spitzhacke aus Eisen, um diesen Stein zu zerkleinern. Willst du mich verarschen? Okay. Hier ist noch eine Leiter. Bauplan Licht. Was passiert, wenn ich ihm Gnade anbiete? Oh nein, noch so ein Kasten. Noch so ein Kasten? Okay. Habe ich gerade Sequence gebreakt? Nee, ne? Alles gut, oder? Bestimmt. So, hier sind wir auch noch nicht runter. Mal schauen, was hier ist. Ist ein bisschen popeliges Popelsteineisen. Aber Eisen brauchen wir. Ich weiß zwar noch nicht, wie man eine Eisenspitzhacke macht, aber das finden wir bestimmt raus. Vielleicht kann ich das ja in der Küche schmelzen? Fragezeichen. Hier war nichts weiter. Hier ist nur ein bisschen Stein und Eisen. Aber wenn wir da sind, wie gesagt, nehmen wir es natürlich auch mit. Wir haben noch eine andere Möglichkeit, eine Leiter zu benutzen. Mindestens eine. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo alles genau ist. Wir gehen nach oben. Achso, ich hätte, glaube ich, auch Holz mitnehmen können, ne? Ah, naja, naja, naja. Kriegen wir alles hin. Es wird vielleicht doch ein etwas längeres Let's Play, als ich anfangs gedacht habe. Aber na gut. Wenn es mir taugt, ist ja kein Problem. Wenn ich jetzt nicht wie bei Benedict Fox... Bäh! Komm, jetzt nehme ich das aber trotzdem mit. Wie viel Platz habe ich denn noch? Na, ein bisschen. Benedict Fox war schon ein Unikat von einem Spiel, sag ich mal, freundlich. So, hier brauchen wir eine Sense, aber ich glaube, wir haben jetzt eine Sense. Das heißt, ich kann mir jetzt hier schön viel Gnade gönnen. Hier noch ein paar Würmer. Mysteriöser Samen, sehr gut. Die muss man normalerweise craften oder halt wahrscheinlich für teuer Geld kaufen. Ich bin zu müde. Oh, das braucht natürlich. Haha, habe ich nicht da gedacht. Hahaha. Naja, wir haben ein paar genützte Krabben. Ist mal 3 Stück. Oh mein Gott, das heilt echt viel. Habe ich jetzt für jedes Ding einen mysteriösen Samen bekommen? Nee, ne? Nein, ich habe jetzt insgesamt 3. Ich probiere es trotzdem mal weiter. Der Baumstamm sieht ein bisschen gruselig aus. Er sieht aus wie ein Gegner aus Breath of Fire. Gab es auch so Baumstämme, gegen die man gekämpft hat? Komm, wir gehen einfach mal nach oben. Weizen. Oh mein. Ein Schaf. Moment, ich muss noch mehr. Weizen haben wir für irgendwas gebraucht. Frag mich nicht mehr für was. Ich könnte meinen Strohhut basteln. Ja, das war's, glaube ich, nicht. Wenn ich schon mal da bin, nehme ich auch alles davon mit. Aber Jago, du hast nicht die Krabben! Die Krabben, Jago! Ja, ja. Ich würde auch wieder farmen, alles gut. Vielleicht kann ich mir auch was Leckeres zu essen aus Weizen machen. Sowas wie, ich weiß nicht, was können wir dann aus Weizen machen? Vielleicht ein Brot? Oder ein Kuchen? Ich gebe dir einen leckeren Apfel. Und dann streichle ich dich. Und dann spreche ich mit dem Schaf. Es leckt mich ab. Wir können das Scheren und Wolle von ihm bekommen. Hör auf, du leckst mein Gesicht ab. Ich frage mich, was ich aus dieser zusätzlichen Wolle machen soll. Will, Hilfe, es leckt mich ab. Süß. Oh mein Gott, die ist so putzig, die Kleine. Blip, 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 es hört nicht auf. Man muss ja auch wissen, was man bekommt. Nur nicht, dass man dann dumm stirbt. Das wollen wir ja nicht.
Ich will insgesamt nicht, dass die beiden sterben oder dass denen irgendwas passiert. Ah, stimmt, der Hase. Warte. Ich hab doch hier eine Schlingenfalle. Ach so. Komm her! Ich hab einen Hasen! Dein Hase ist verschwunden. Ich krieg den, ich hab ihn. Den krieg ich nicht. Okay, Oh, der weiß Bescheid. Wir haben drei Hasen. Ich frage mich, was man aus denen zubereiten kann. Vielleicht ein paar leckere Steaks? Oh Gott, leckeres Hasensteak. Bin doch gleich wieder voll, ne? Ich sehe das doch schon. 23 von 25. Stimmt, ich hätte auch schnell reisen können. Ah, vergessen. Da ist ja eine Statue. Ich bin zu müde, um zu rennen. Ja, komm. Geh mal da runter. Wow, diese Höhle ist echt groß. Schauen wir uns mal um. Ja, dann schauen wir uns mal ganz vorsichtig um. Tagebuch aktualisiert. Da hinten ist wieder Erz. Mit dem Erz kann ich nichts anfangen, weil wir es noch nicht abbauen können. Kann ich mit dem Stein was machen? Ich brauche eine Spitzhacke aus Eisen, um diesen Stein abzubauen. Ich benötige verschiedene Ressourcen, um hier überhaupt etwas bewirken zu können. Oh mein. Es war erst mal 10 Minuten AFK. Und jetzt ist es so dunkel hier drin geworden. War doch gerade noch nicht so dunkel. Ich bin zu müde, um zu rennen. Hoffentlich passiert jetzt nichts im dunklen, gefährlichen Höhlenabschnitt. War das gerade schon so dunkel? Schwierig zu sagen. Hier sind überall Pilze. Ich meine, diese großen Dinger haben wir jetzt gelernt. Kann ich nicht abbauen. Ich brauche eine Spitzhacke aus Eisen. Hier oben ist noch ein großer Stein. Dafür habe ich nicht die Energie für den kleinen daneben. Erstmal so eine gedünstete Krabbe. Eine sollte reichen. Nehmen die Pilze noch mit. Ich weiß zwar nicht, wer die braucht. Vielleicht können wir die ja... Oh, okay. Da ist ein Höhlenausgang. Okay. Spannend. Bin ich. Will, ich hab Angst. Keine Sorge, Schwesterchen. Ich auch. Nee, mal for real, wo bin ich? Sollte mir das bekannt vorkommen? Das ist doch eine Höhle. Holzscheite nehme ich mit. Wir sind schon sehr weit gelaufen. Schau mal, eine Höhle. Warum hat die Musik aufgehört? Okay. Zeitung lesen? Was ist das? 24. Juni 3040. Okay. John Williams III. Ist von uns gegangen und Grand de Lurie hat als neuer Erbe das Zepter übernommen. Wichtige Berater der vorherigen Herrschaft wurden ersetzt und Militärgeneräle, die einst John Williams III. Gedient haben, wurden unter dem Vorwand des Ungehorsams, der Untreue und der Verschwörung zum Mord am König hingerichtet. Die Wirtschaft der Stadt verwandelte sich dadurch, dass die Friedenszeiten von Kriegszeiten abgelöst wurden. Die Produktion von militärischer Ausrüstung und von Rohstoffen wurde erhöht, um gegen einen plötzlichen Bürgerkrieg anzukämpfen. Eine neue Welle der Macht ist über die große Stadt Flory eingebrochen. Mit diesem heftigen und schnellen Machtwechsel gingen plötzliche Veränderungen im täglichen Leben der Bewohner einher. In der Stadt entwickelt sich eine neue Art von Regierung, bei der der neue König vollständige Kontrolle über das Leben seines Volkes ausübt. Okay. Friedenszeit wurde gecancelt auf Kriegszeit. Okay. Der neue König ist ein Tyrann. Okay. Ich verstehe nichts hiervon. Kommt dir das nicht sehr bekannt vor? Nicht wirklich. Ich weiß nur, dass Leute hier gelebt haben. Es klingt wie das Buch, das wir gelesen haben. Der imaginäre Freund des Helden. Wirklich? Ja, ganz bestimmt. Sieh nur. Hier steht etwas von Grand de Lurie, dem bösen Helden. Und der alte König war John Williams III. Du hast recht. Warte mal. Aber wer hat denn dann der imaginäre Freund des Helden geschrieben? Das ist ja das Gruselige daran. Ich glaube nicht, dass ich den Namen des Autoren erfahren will. Gute Idee. Schauen wir uns an, wer es geschrieben hat. Ich hätte nichts sagen sollen. Jetzt werde ich noch mehr Albträume haben. Okay. Sieh dir das an. Was ist das? Keine Ahnung, aber ich glaube, es war jemand vor uns hier. Ja, sieh dir diese ganzen Kisten an. Sie sehen nicht so aus wie die Dinge auf unserem Bauernhof. Solche Kisten waren auch in dem Loch, das wir am Strand gefunden haben. Was bedeutet, dass wir bald Antworten finden? Ich sehe hier nur leere Kisten und dieses Metallding.
weil die Kisten am Strand und die Kisten hier die gleichen sind. Also hat hier auch jemand gelebt. Hier mit der Götterstatue? In dieser Höhle? Scheint so. Es bedeutet einfach, dass die Leute hier gelebt haben. Oder sie waren hier und sind gegangen. Ja, das auch. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo sie hin sind. Warum sollten sie all diesen Kram zurücklassen? Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist dieses Metallding wichtig. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Ich glaube, ich kann daraus eine sehr stabile Brücke bauen. Ich glaube, wir sollten dieses Ding hier lassen und nach Hause gehen. Hör auf, Angst zu haben. Papa wird nichts davon erfahren. Ich finde schon heraus, was ich damit mache. Oh nein. Okay, Metallträger, eine stabile Brücke. Wo brauche ich denn eine stabile Brücke? Vielleicht die Brücke westlich von... Also südwestlich von unserer Farm? Okay, das war auf jeden Fall... Was? Ganz hier draußen gibt es eine Götterstatue? Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Diese Statue bittet uns gar nicht um Erntegeschenke. Normalerweise tun sie das auch doch alle. Ich frage mich, warum diese Statue es nicht tut. Vielleicht ist sie einfach zu weit von unserem Zuhause entfernt. Vielleicht. Klingt logisch. Okay. Jetzt müsste ich mal eigentlich alles aufschreiben. Mir fehlen ein paar Dinge. Ich kann auch nicht schnell reisen hier. Gnade ist alles. Die Götter beobachten unser Tun. Rennt weg und versteckt euch. Das klingt nicht gut. Das ist komisch. Hast du das gelesen? Gnade ist alles. Die Götter beobachten unser Tun. Rennt weg und versteckt euch. Ja, diese Götterstatue ergibt nicht mal Sinn. Ich habe das Gefühl, sie will uns etwas Wichtiges sagen. Vielleicht bist du einfach nur paranoid und hast Angst. Oder sie will uns wirklich etwas mitteilen. Was denn, dass wir wegrennen und uns verstecken sollen? Anscheinend. Vor wem rennen wir denn weg? Wir sind die Einzigen auf dieser Insel. Hier ist niemand außer uns. Aber was, wenn nicht? Aber warum sollten die Götter das dann schreiben? Kein Plan. Die Götter benehmen sich wirklich merkwürdig. Oh, ich habe eine Gänsehaut. Was war das? Jesus Christ, legit erschreckt. What? Was war das? Indeed. Hä, was war das? Hat sich angehört, als wäre Holz zerbrochen. Oh, hat mich das Spiel echt bekommen? Ich glaube es nicht. Okay. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Vielleicht wurde er von einem Bären angegriffen. Ich will nach Hause. Ja, gute Idee. Die Hälfte seines Körpers fehlt. Ich will hier weg. Kann ich dir nicht verübeln. Aber wenn der Bär... Gehen wir mal davon aus, es war ein Bär. Ist der Bär doch bestimmt noch in der Nähe. Wir sind Audi! Und ich meine nicht das Auto. Okay. Okay. Das hat mich erschreckt. Warum rennen die Hasen weg? Gute Frage. Also ich meine, gut, weil wir halt vielleicht gekommen sind. Aber was ist, wenn es nicht um uns geht? Da liegt ein toter Hase. Ich glaube, wir haben das Spiel gestartet. Ich will das nicht sehen. Ich will nach Hause. Der Bär hat auch diesen Hasen gefressen? Aber was ist denn da hin? Ah, ich bin so neugierig. Ich muss doch gucken. Pilze. Ein bisschen Erz. Ein bisschen Erz. Ich meine, werden wir schon brauchen irgendwann. Da oben ist noch eine... Da oben ist noch ein Höhlenausgang. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Du kannst rennen, du willst nur nicht. Ist eine, das reicht. Wir nehmen einfach den ganzen Kram mit, den wir finden. Lagern das dann alles wieder ein. Hier ist noch ein Höhlenausgang. Mein Rucksack ist voll. Halt die Fräsen. Nimm das mit. Was haben wir denn? Ein Häschen plus rohes Fleisch nach dem Schlachten. Okay. Was kann ich denn wegschmeißen? Was brauche ich denn nicht? Ah, das Wasser. Alles wegwerfen.
Schau mal, dieser Busch hat auch Beeren. Oh, sie sehen lecker aus. Himbeeren. Wilde Himbeeren. Oh, habt ihr schon mal Walderdbeeren gegessen? Boah. Also halt echte Walderdbeeren aus dem Wald, selbst gepflückt. So geil. Wilde Walderdbeeren. Mh. Mit dem großen Prinzen reden. Oh, maximale Rucksackkapazität. Er sieht nicht freundlich aus. Wir sollten ihm etwas zu fressen geben, dann ist er bestimmt nett zu uns. Oder er beißt mir in die Hand. Wir sollten ihm etwas zu fressen geben. Eher nicht, jetzt sieht ziemlich groß und angsteinflößend aus. Er leckt mich ab, hör auf, das kitzelt. Warum mögen große Tiere Samantha so sehr? Warum hast du Angst vor... Na gut, was auch immer. Bäh. Wir haben jede Menge Weizen, nämlich 90 Stück. Ich darf ja mal hoffen, dass wir aus dem Weizen dann auch... Na, jetzt ist das Tier wieder weg. Okay, verschiedene Tageszeiten, verschiedene Events. Müssen wir auf jeden Fall berücksichtigen, wenn wir uns umgucken. Das heißt, nur weil wir jetzt zu diesem Zeitpunkt mal nichts gefunden haben, oder jetzt mal was gefunden haben, heißt das noch nicht, dass auch immer dann da was ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt während der Regenzeit, während dem Nachmittag hierher gekommen wäre, hätte ich einen Hirsch nicht gefunden, hätte gedacht, oh geil, gibt's einfach nur Bären. Gehen nach Hause. Hoffentlich hat der Bär Papa nichts getan. Normalerweise würde ich jetzt schnell reisen, aber wir schnellreisen jetzt mal nicht. Wir gehen jetzt den normalen, regulären, langweiligen Weg. Hier ist kein Blut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich nehme einfach mal alles mit, was ich so finde. Wo ging es denn hier raus? Ich glaube hier rechts, oder? Immer noch kein Blut. Das ist schön. Das freut den Jergo. Muss er sich nicht wieder erschrecken? Bin ich? Ach da. Manchmal verliere ich mich ein bisschen, weil mein Charakter ja auch so ein bisschen grüne Klamotten hat. Und dann sehe ich nicht genau, wo ich bin. Das ist immer ein bisschen doof. Okay, hier ist kein Blut. Das ist doch gut. Nicht wahr? Habe ich jetzt genug Äpfel zufällig? Nee, ne? 13. Es fehlen also genau 2. Na, das ist ja ein Albtraum. Nein, kein Erntegeschenk. Ich würde gerne schnell reisen. Weil ich dann nämlich vielleicht einen Apfelbaum finde. Ah! Hahaha. Ich bin ein Genie. Ein wahres Genius bin ich. Okay. Wie schlachtet man denn den Hasen? Wahrscheinlich mit einer Küche, aber die muss ich erstmal bauen. Hm. Wir sind mit den Äpfeln fertig. Sagst du mir jetzt, wofür wir diese Äpfel brauchen? Ich brauchte die 30 Äpfel, weil ich dir beibringen wollte, dass es sich lohnt, im Voraus zu planen. Aber dann habe ich ohne Grund 30 Äpfel gesammelt. Was sollen wir jetzt mit ihnen anfangen? Der Tag wird kommen, an dem wir 30 Äpfel brauchen. Okay. Es könnte eine Zeit kommen, in der es schwieriger sein wird, Nahrung zu finden. Aber die ganze Insel ist voller Nahrung, sie wird uns nie ausgehen. Du weißt nicht, was in der Zukunft passieren wird. Vielleicht wirst du krank und es wird dir schwerfallen, Essen zu finden. Verstehst du, was ich dir sagen will? Ja, ich soll mich auf das Schlimmste vorbereiten. Gut. Die Götter bitten uns wieder um unser Erntegeschenk. Kümmere dich darum. Ich fasse es nicht, dass wir 30 Äpfel gesammelt haben. Ich finde, es hat total viel Spaß gemacht. Ja, ja. Aber ich glaube, im Wald ist ein Bär. Ein Bär. Ist euch etwas passiert? Geht es Samantha gut? Ja, sie hat nur Angst. Es war sehr viel Blut bei dem toten Elch. Das hat ihr vermutlich einen Schrecken eingejagt. Ist sonst noch etwas passiert? Seid ihr vor dem Bären weggerannt? Nein, wir sind nicht weggerannt. Ich glaube, der Bär hat den Elch gefressen und ist dann verschwunden. Das ist wirklich beunruhigend. Fast so, als wäre das kein natürliches Verhalten für Bären. Ich möchte, dass ihr in der Nähe des Bauernhofs bleibt, okay? Dieser Bär ist gefährlich. Er will wiederkommen und seine Mahlzeit fortsetzen. Ihr haltet euch am besten von ihm fern. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht mehr dorthin gehen. Wahrscheinlich. Gut, ich höre die Götter bitten um... Okay, ja, ist ja gut. Ich kümmere mich ja um das Erntegeschenk, Mann. Oh mein Gott, dieser Vater.
So. Gehen wir doch mal gucken. Herstellen. Dein Inventar ist voll. Ganz großes Kino. Items ablegen. Was kann ich denn ablegen? Alles wahrscheinlich. Was habe ich denn hier mitnehmen? Zweige habe ich hier drin. Steine kann ich stacken. Stöcker. Ich kann mal einfach alles hochstacken, was ich so habe. Und jetzt können wir den Rest einlagern. So. Die Leitern lassen wir mal im Inventar. Eisenerz, keine Ahnung, ob ich das brauche. Die Hasen werde ich jetzt... oh Gott, Verzeihung. Erstmal nicht brauchen. Oh Gott, ich werde alt. Da muss man manchmal husten. Einfach ohne Grund. Nur Käfernetz. Ach stimmt, ich habe ein Käfernetz mittlerweile. Krabbennetz fehlt noch. Dafür brauche ich 15 Schnüre. Ach, aus Mist kann ich mysteriöse Samen machen. Ach so. Bauen. Eine Küche. Holzscheite, Bretter und Gnade und Energie. Steine, Bretter, Weizen. Seile, Bretter, Scheite. Ich glaube, dann schlafen wir jetzt einfach mal. Draußen ist es noch hell. Ich bin nicht müde. Okay. Machen wir ein Nickerchen. Wie gesagt, wollte ich genau so sagen und tun. Bam, bam. Und dann speichern wir hier und dann bin ich das nächste Mal wieder komplett verwirrt, wenn ich neu starte. Aber dann habe ich zumindest heute ein bisschen was geschafft. Und wir haben uns erschreckt. Das Spiel geht los. Es wird mysteriös und es wird cool. Und ich freue mich. Auch wenn ich tatsächlich sagen muss, dass mir das Farming und das Sammeln und so auch schon echt Spaß macht. Aber wie gesagt, ich will Mystery. Ich will Thrillers. Ich will Angst. Ich will Blut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.